Ja, Moinsen würde ich da mal sagen, ne? Sonatas Gaming Edge begrüßt euch zum 9. Part von Haunting Ground. Ich hoffe mal, ihr habt die Feiertage so gut, soweit so gut überstanden. Seid reich beschenkt worden und konntet euch mal so richtig schön den Wanst vollhauen, denn wenn nicht an Weihnachten, wann sonst, soll man mal einfach nicht so auf die ganze Ernährungsscheiße achten. So, wir hatten im letzten Part das Problem, dass wir. Oh shit, das war doch jetzt gar nicht der Plan. Vielleicht läuft er da ja irgendwann lang. Dass wir noch einen kleinen Schlüssel haben. Ein Schubler. Ach, guck mal. Guck mal, das hilft doch schon weiter. Diesen Schlüssel hier müssen wir, glaube ich, noch irgendwo nutzen können, um. Mein Gott, ich bin gerade so ein bisschen. Wo ist er denn? Mein Darling! Von welcher Seite kommt er? Ich will hier raus. Ey, geh doch mal weg, du Fetthahn! Ja, es ist natürlich eine scheiß Situation. Was? Ich muss weg! Ich hab hier Zeit! Der blöde Hund ist uns gerade leider irgendwie keine Hilfe, indem er einfach mal diesen fetten Schweinekopf angreift. Wenn wir Pech haben, findet er uns jetzt. Aber ich hatte jetzt auch keinen Bock, durch das ganze Schloss nochmal zu rennen. Und den. Och komm, bitte nicht. So, geh weiter. Hier ist nichts. Verlass doch endlich den Raum, geh dir eine Schweinekeule holen. Spiel dir am Sack rum. Du wirst doch wohl Besseres zu tun haben. Vielleicht muss ich mir mal mit dir noch ein anderes Outfit anziehen. Ja, da gibt es noch Mittel und Wege. Musik, kannst du bitte wieder spielen? Damit wir unterm Bett hervorkriechen können. Jetzt. Ja, können jetzt natürlich das Pech haben, dass. Es wäre schön, sich ein bisschen zu erfrischen. Aber es ist ein Sprung im Spiegel und ich kann nicht sehen. Es wäre jetzt nicht so toll, wenn wir ihm jetzt wieder ganz schnell über den Weg laufen. Aber das würde sich sowieso nicht ändern lassen, wenn es denn so ist. Ach, Kamera, Kamera. Jetzt ist es dann an uns, diese zweite Mondplatte da, diese spiegelartige Platte zu finden. Die uns halt erlaubt, den anderen Spiegel auch noch richtig einzustellen. Das Problem, was ich damit hatte. Das heißt Problem. Ich weiß nicht, welche Schublade es sein könnte. Es könnte doch alles Mögliche sein. Wie gesagt, ich möchte ja ganz ehrlich zu euch sein. Ich weiß es auf Teufel komm raus nicht. Ach, da kann man auch speichern an der kleinen Uhr. Gut zu wissen, das wusste ich nicht. Hier war nichts mehr, oder? War hier noch irgendwas, wo wir das benutzen können? Nein. Da unten war auch nichts mehr, da brauchen wir gar nicht hin. Was ist hier? Was? Die Möbel sind mit frisch gewaschenen Tüchern bedeckt. Ja. Wer weiß, was der hier für Experimente so treibt. Ey, das geht mir jetzt gerade tierisch auf die Nüsse, ne? Ich weiß nicht, ist in seinem Schuppen noch irgendwas gewesen, wo wir
den Schlüssel hätten einsetzen können. Also ich persönlich weiß es gerade nicht. Mir fällt jetzt auch spontan keine Schublade ein. Doch, mir fällt eine ein. Ich weiß jetzt gar nicht, wie wir da am schnellsten hinkommen. Da gehen wir jetzt mal hin. Also ich habe eine Idee, wo es sein könnte. Was war hier nochmal? Ah, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Das ist schon mal... Gehen wir mal hier lang. Auf den Hund gebe ich jetzt gerade mal nicht so viel. Leiter hochklettern. Ich glaube, es hätte auch einen kürzeren Weg gegeben, als den, den ich jetzt wähle. Aber das Wichtigste ist, dass wir beim Endresultat da ankommen, wo wir auch hinwollen. Und die Hoffnung besteht zumindest bei mir. Ist doch noch ein ganz schönes Stückchen. Wenn die Kamera dreht, ey, dann hat sie immer so ihre Probleme, dahin zu laufen, wo ich will. Ach, hört ihr das? Klingt, als wenn jemand jemanden auspeitscht. So, und zwar hier. Ne, da ist sie jetzt am Rumrütteln und es geht nicht. Und ich bete, dass der Schlüssel dafür ist. Tatsache. Was ist drin? Yay! We got what we want! So ein Glück aber auch. Scheiße, Scheiße, das ist doch echt große Scheiße, Scheiße. Ich nehme mich jetzt einfach hier hin. In der Hoffnung, dass er mich hier nicht findet. Oh, das Vieh kommt jetzt wahrscheinlich auch hier rein, ne? Geh wieder raus hier, du fetter kleiner Bastard. Ich will dich nicht sehen, du gehst mir auf den Keks. Scheiße, das Ding kommt hier rein, also hab ich das nicht gemacht. Ja, komm, lauf doch, Fiona, please. Jetzt bleib doch nicht stehen, während... Oh! Mann, regt die mich gerade wieder auf. Also ich wollte auch noch gucken, was da mit dem... Wer die Leiter runterklettern. Oh, 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 schneller. Es muss schneller gehen. Oh, jetzt haut der uns, oder? Du blödes Stück Scheiße! Was war denn das jetzt für ein Blödsinn? Bis die sich auch mal wieder beruhigt. Ich kann leider auch nicht ins Menü. Schön angeschlagen. So, ich scheiß dann jetzt drauf. Ich muss weg. Wir machen wieder den alten Trick hinter der Tür verstecken. Alter, guck mal, wie der durch die Gegend düst, ey. Wie so ein... Wie so eine fliegende Mettwurst. Ich glaube, jetzt hat er uns gesehen, oder? Oh, kriegt der kleine Dicky keinen Dauerlutscher? Genau, geh du die Treppe mal wieder hoch und verpiss dich aus unserem Sichtfeld. Vor allen Dingen aus unserem Geruchssinn. Du stinkst. Dein Gestöhne tönt uns auch nicht gerade an. So. Ich wollte jetzt eigentlich direkt weitermachen, weil wir ja jetzt diesen tollen Reflektor gefunden haben. Aber wir wollen jetzt natürlich auch noch hier diesem Geräusch auf den Grund gehen, was wir eben gehört haben, was so klang, als wenn jemand halt eine gescheppert bekommt. Oder nicht nur eine, sondern ein paar Backpfeifen. Und was würde ich euch denn für ein qualitativ minderwertiges Let's Play liefern, wenn wir einfach mal so eine Stelle auslassen?
wo der Hund mittlerweile abgeblieben ist, kann ich nicht sagen. Vielleicht hat der Dicke ihn gegessen, nachdem er ihn frittiert hat. So, laufen wir doch weiter. So, das kam von hier. Boah. Where is he? Where is the old man? Where's he hiding? I won't let him touch her. Do you hear me, old man? The Azoth is mine. Klasse. Wir sind gerade nervlich so am Ende, dass das jetzt schon ausgereicht hat. Ich sehe nichts mehr, Leute. Das könnte jetzt übel ausgehen für uns. Ja, da ist er schon. Das war's. Nein, wir haben sogar Glück. Wenn er uns jetzt nicht trifft. Komm, 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 komm. Nein, 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 nein. Du blödes Schweinekind, ich hasse dich! Ach scheiße, das ist keine gute Idee, das wieder zu machen. Kletter, 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 kletter. Runter, 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 runter. Nicht, dass der uns gleich wieder mit seiner fetten Wurstpeitsche. Scheiße, es ist gerade komplett am Ende, ey. Ich muss erstmal irgendwie was einwerfen. Und zwar, was hilft nochmal? Was ist das? Jetzt vollständig verlorene Lebenskraft. Das machen wir mal. Brauchen wir noch was? Kommen wir langsam Panik. So. Alles gut. Alles gut hier, oder? Wir können jetzt sowieso langsam weg. So oder so in diese Richtung. Ah, der macht mich wahnsinnig, der Fette. Den Hund, wie gesagt, habe ich schon gar nicht mehr zu Gesicht bekommen. Der hilft mir auch irgendwie nicht mehr wirklich gerade. Sondern der lungert irgendwo rum, wo ich aber keine Ahnung habe, wo es sein könnte. Spielt jetzt für mich auch keine Rolle. Wir haben gesehen und gefunden, wonach uns war. Zu der Szene, ja. Diese komische Magd scheint ja irgendwie keine Schmerzen zu verspüren. Oder vielleicht steht sie drauf, denn der hat die ja schon ganz ordentlich da bearbeitet. Ja. Und wen er meint mit dem alten Mann, können wir jetzt natürlich mutmaßen. Wir haben ja letztes Mal Bekanntschaft gemacht mit einem komischen Herrn, der uns die Hand gereicht hat und uns einen Brief geschrieben hat. So, müssen wir hier lang? Nein. Sondern hier nämlich. Ja. Er ist schon wieder da. Wir haben keine Zeit dafür. Das ist natürlich wieder optimal, wie das hier läuft. Ich kann auch nicht mehr wirklich rennen. Sie hat einfach keine Puste mehr. Ja klar, ich komme hier auch nicht mehr zum Verschnaufen. Wenn der Dicke uns hier dauerhaft... Oh, scheiße, jetzt bin ich auch noch falsch gelaufen, ey.
Der sieht uns nicht, der sieht uns nicht. Oh, hat er sich wieder entfernt? Das heißt natürlich nicht, nur weil die Musik jetzt aufhört. Kann sein, dass der gerade einen Snickers vom Boden aufhebt. Ich weiß es nicht. Fakt ist, ich will hier einfach weg. Oh, gut, die Musik kommt auch wieder. Huey. Oh, meine Güte. War das jetzt hier, wo wir das gemacht haben? Ja. Hör auf zu jaulen. Ja, ja, das war hier, ne? Was war das mit dem Ding hier? War der schon... Nee. Das war der, wo es fehlte. Dann setzen wir das doch mal ein. Bam. Ach, guck mal, da spiegelt sie sich. Wie? Ach so, wir müssen noch drehen. In welche Richtung? Ah, das war's schon. Gut. Läuft doch. Des Rätsels Lösung. Sehr schön. Das ist doch klasse. Ja, dann gehen wir doch mal direkt rein, ne? Eine Uhr zum Speichern. Ja. Ich würde sagen, dann machen wir heute mal ein bisschen kürzer als gewohnt. Denn das ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um zu speichern und für mich der perfekte Zeitpunkt, um mich wieder abzuregen und abzukühlen. Denn der hat uns ja doch ganz schön mürbe gemacht, der Dicke. Vielleicht taucht ja unser Hund auch mal wieder irgendwann auf. Ansonsten bestreiten wir das weitere Spiel halt einfach mal ohne ihn. Ja, da! Wenn man vom Teufel spricht, da taucht er auf. Danke, dass du mir nicht geholfen hast. Ja. Gut, wir starten dann wieder beim nächsten Mal hier. Der Hund ruht sich ein bisschen aus und chillt. Ich werde das jetzt auch tun und mit neuer Frische wieder an den Start gehen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.